Howdy, folks! Welcome to the Pleasure Gaming Canal from Don Rico Fierfiertsk. Hey, das sieht von außen viel größer aus. Was hast du gemacht? Jonah, sieh mal. X-Chell und Chuck-Chell. Die Zwillinge werden wieder vereint. Was ist? Lara! Was? Nichts kaputt machen, hat Abby gesagt. Ich mach nichts kaputt. Ich restauriere das Original. Das wollte wohl jemand verstecken. Die Zwillinge werden wieder vereint, bevor sie dem Pfad der Lebenden folgen. Das wurde manipuliert. Genau wie das Ding in Mexiko. Das muss ein Hinweis auf den Tempel des Lebens sein. Geh, ich warte hier. Vielleicht finde ich noch mehr. Klingt gut. Schon da und sie sprengen sich den Weg frei. Ich versuche ihnen zu folgen. Trucks unterwegs. Warum auf einmal so hektisch? Dr. Dominguez ist hier in Peru. Ist das Grund genug für dich? Ja, Commander. Tut mir leid, Sir. Waren unerwartet schwer und scharf, aber das Boot ist okay. Gut, dass du da bist. Wir haben ein Problem. Der Generator schon wieder? Bin dabei. Wir wollen hinterbauen.
Wasser suchen? Wir sollen überall suchen. Rauchausbrüchung oder so? Besser. Eine Gläser Wasser drin. Zentrale hier Dockstation. Operation Einsamer Wolf läuft. Drohnen gestartet. Vielleicht muss er ja pinkeln. Sie sind 5 Meilen flussabwärts. Signal ist stark. Ich gebe Bescheid, falls Sie was finden. Out. Ich gehe der Sache nach. Warte. Waffen in Sicher und für Angriff bereit. Problem! Lass dir nur Zeit! Dir, wenn ich dich finde. Feuer einstellen. Position überprüfen. Sie ist nicht mehr da.
Stelle Kontakt wieder her! Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Gottes Versprechen gegenüber Noah, er würde diese Welt nie wieder zerstören, kann so gedeutet werden, dass er der Meinung war, die Menschen hätten ihre Lektion gelernt. Aber haben wir das? Eine andere Deutung wäre, dass er der Menschheit selbst die Kraft der Zerstörung gewährt hat. Wir sind verantwortlich für alle lebenden Seelen, die jetzt jedoch verdorben und abgestumpft sind. Es ist 4000 Jahre her, seit die Welt zuletzt echte Reinheit gesehen hat, und wir haben vor, das zu ändern. Wir werden die Architekten einer neuen Welt sein. Wir werden allen den Weg ins Himmelreich ebnen. Wir werden dieser sündigen, verwerflichen Welt ein Ende bereiten. Lara, bist du okay? Ja,
Hier ist eine Trinity-Basis. Hey, Jonah, was ist hier passiert? Ich sagte, nichts kaputt machen. Abby, ich kann's erklären. Ich melde mich wieder, Lara. Mach bloß keinen Blödsinn. Alles voll. Die junge Croft ist aktiver und weniger vergeistigt, als es ihr Vater war. Trotz ihrer Intelligenz geht es ihr bei der Suche nach Artefakten nicht so sehr um deren Bedeutung und Geschichte, während sie gleichzeitig deutlich mehr Risikobereitschaft zeigt. Ohne eigene Kinder oder Familie kann sie sich gänzlich auf die Verfolgung ihrer Ziele konzentrieren, wobei ihr Verhalten teilweise an Besessenheit grenzt. Ein Umstand, der sie mitunter impulsiv oder unberechenbar erscheinen lässt. Wir sind dennoch der Überzeugung, dass sie aufgrund ihrer Tatkraft und Persönlichkeit leichter zu beeinflussen sein und eher Ergebnisse liefern wird, wenn man ihr größere Herausforderungen in Aussicht stellt. Sollte sie darüber hinaus Informationen besitzen, die Richard Croft möglicherweise vor Trinity zurückgehalten hat, wäre dies schlicht ein Bonus. Ihre Rekrutierung wird von uns nachdrücklich empfohlen. Kann nicht mehr tragen.